Ja, guten Morgen. Sehr toll, am Sonntagmorgen um 9:30 schon so viele Leute. Ich habe schon gedacht, Gott, oh Gott, wie kriegt man jetzt die Menschen wach? Aber ich habe gesehen, ihr habt schon alle Gymnastik gemacht, das ist ja auch ganz gut. Dann ist man dann so ein bisschen schon mal aufnahmefähiger. David gegen Goliath ist das Motto, was wir hier haben. Und im Prinzip ist das eigentlich ein bisschen das Motto, was wir hatten, als wir Greenpeace gegründet haben. Dass wir gesagt haben, da gibt es Großkonzerne, die machen, was sie wollen. Und in den 80ern war das natürlich, und 70er und 80ern war das alles noch ein bisschen offensichtlicher. Die Verschmutzung war viel offensichtlicher und deswegen konnte man da auch wahnsinnig gut gegen angehen. Wenn man sich das so anschaut, ups, das war zu viel, da. Wir hatten und wir haben ja immer noch riesige ökologische Probleme. Wir hinterlassen im Moment ja einen negativen ökologischen Fußabdruck, aber eigentlich wollen wir das gar nicht. Wir sind ja Menschen, wir können gestalten, wir wollen eigentlich einen positiven Fußabdruck hinterlassen. Und dafür sind Sie alle hier. Sie sind alle hier, weil Sie sagen, Sie sind Entrepreneurs und wir wollen einfach die Welt besser machen, wir wollen sie besser gestalten. So haben wir auch angefangen. Und wenn wir so uns anschauen, ja, Wasser, was eingeleitet wurde, Abwasser, die Berge von Müll, die es heute noch gibt, dieser Windelberg zum Beispiel, den es heute noch gibt, ist so, dass 20% des Hausmülls in den Städten aus Windeln besteht und der Anteil der Erwachsenenwindeln ist inzwischen größer als der Kinderwindeln. Da muss man natürlich was tun, denn man könnte Windeln ganz anders gestalten. Auch eine wichtige Innovation, die Windeln so zu gestalten, dass man sie hinterher nutzen kann, beziehungsweise die Materialien da drin, um sie zum Beispiel in der Wüste zu nutzen, um Aufforstung zu betreiben. Gibt es in Israel ein schönes Projekt und eigentlich erscheint das so logisch, ja? Also die Windelinhalte, die Materialien da drin aus Zellulose zu machen, damit man sie hinterher nutzen kann, um Wasser zu halten, um darin Aufforstung zu betreiben. Aber leider ist das noch nicht üblich. Heute gehen Windeln auf in Müllverbrennungsanlagen und das ist natürlich eigentlich überhaupt keine gute Idee. Also wir machen damit immer unsere Erde noch schlechter. Wir haben Plastikmüll. Selbst hier bekommt man noch Einwegbecher mit Kaffee, wenn man draußen sich einen Kaffee holt. Da sagt jeder, ja, aber das ist doch Papier. Falsch, da ist ja leider immer noch Plastik drin. Ja, und Papier ist grundsätzlich auch nicht immer nur Papier. Wenn wir Servietten betrachten zum Beispiel, da ist auch Plastik drin. Also es ist so, da ist eine ganze Menge zu tun und es geht alles anders. Also man kann wahnsinnig viel machen und wir haben eben die ganzen Dinge, die wir sehen, wie Insektensterben durch Pestizide, wie Hunger in den Regionen, wie verschmutztes Wasser, sodass kein Zugang für Wasser ist, sind alles Themen, die uns jetzt schon seit Jahrzehnten bewegen, wo wir aber schon einiges erreicht haben. Und da waren immer Leute aktiv, die ein bisschen David gegen Goliath waren, die sich mit Engagement dagegen gesetzt haben. Und wenn man eben sieht, wie wir wo ich herkomme zum Beispiel, aus dem Ruhrgebiet, ich war als Kind immer krank, habe immer gehustet, das hat mich vielleicht dazu gebracht, dass ich mich für Umwelt engagiert habe, denn ich wurde in den Ferien immer an die See geschickt und kam immer gesund nach Hause, dachte, es kann eigentlich nicht sein, dass ich zu Hause krank werde und an der See geht es mir immer gut. Es muss doch überall die Luft für die Leute so sein, dass sie nicht davon krank werden. Aber auch an der See war es eben so, dass die Materialien und die Dinge, die dort passierten, auch nicht prima waren. Die Fischer fanden zum Beispiel solche Fische zu Massen im Netz Anfang der 80er. Warum? Weil die chemische Industrie ihre Abwässer direkt in die Flüsse und in die Meere geleitet hat. Das war ja ein Startpunkt für uns als Greenpeace zu gründen, auch in Deutschland, zu kooperieren mit den Kollegen aus den Niederlanden, die sich damals mit Bayer und mit Kronos Titan auseinandergesetzt haben, weil dort eben Schwefelsäure, also Dünnsäure nannten sie das etwas blasphemisch, ins Meer geleitet wurde. Und das war die erste Aktion, die wir dann in Deutschland gemacht haben, 1980, indem wir uns mit so kleinen Rettungsinseln an diese Verklappungsschiffe, da sieht man das Rohr auch ganz schön, angekettet hat und wir haben es eben in Kooperation gemacht mit den Fischern, die eben keine Fänge mehr nach Hause bringen konnten, weil eben diese Fische da diese Blumenkohlgeschwüre hatten. Und wir haben eben mit kleinen Booten, David gegen Goliath, Schiffe behindert, damit sie eben nicht mehr diesen Müll verklappen. Und es ist ja tatsächlich heute so, das ist gestoppt worden. Es ist dann, nachdem wir zuerst natürlich sehr beschimpft worden sind, auch von der Industrie, wir würden Arbeitsplätze vernichten, auch die Arbeiter haben uns beschimpft.
Das muss man auch sehen. Hier, als wir zum Beispiel diese Aktion gemacht haben am Rhein, wo eben auch die Abfälle aus der Papier- und Zellstoffindustrie mit chlorierten Kohlenwasserstoffen direkt ins Meer, in den Rhein eingeleitet wurden, haben wir ein Rohr verstopft, damit eben das Abwasser dort nicht mehr reingeleitet wurde. Und was ist passiert? Die Arbeiter haben uns verprügelt. Ja? Also es hat eine lange Zeit gedauert, bevor erstmal Gespräche angefangen haben, um zu überlegen, wie kann man es eigentlich anders machen. Und es gibt immer andere Methoden. Heute ist es ja nicht mehr so, dass chlorierte Kohlenwasserstoffe eingeleitet werden. Heute gibt es andere Produktionsmethoden, zum Beispiel gerade bei Papier, nämlich die chlorfreie Bleiche. Und es gibt heute eben auch andere Methoden, Titandioxid herzustellen, nämlich ohne, dass dann Dünnsäure abfällt und die Schwefelsäure wird für andere Produkte genutzt. Und wir müssen eben nicht die Schornsteine haben, wie wir hier oben bei der großen Kampagne in 8 Ländern sehen. Nochmal zurück, diese Kampagne mit dem Stop, die wir in 8 Ländern gemacht haben, um eben darauf aufmerksam zu machen, dass der saure Regen, warten wir den, hier rechts, ja, die ganzen Wälder abholzt bzw. entlaubte und die Boden versauerte. Es ist ja so, es geht alles anders und man braucht dafür Energie, man braucht dafür neue Ideen, man braucht Kooperation. Das haben wir eben probiert, indem wir gesagt haben, wir müssen einmal auf das Problem aufmerksam machen. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch gemeinsam mit Unternehmen Lösungen finden und die Politik muss eben auch Rahmenbedingungen schaffen. Das ist eben ein ganz wichtiges Thema und das hat sich gezeigt Anfang der 80er Jahre, dass als zum Beispiel das Thema Ozonloch sehr hoch kam, dass chlorierte Kohlenwasserstoffe eben in die Atmosphäre gehen und tatsächlich den Ozonschirm, den wir haben, reduzieren und über der Antarktis eben tatsächlich schon ein großes Loch war, was eben auch tatsächlich ganz gefährlich für die Menschen, aber auch für die Tiere und die Pflanzen ist und damit eben uns auch bedroht hat. Sozusagen, ich sage jetzt mal, der Vorgänger von der Diskussion um den Klimawandel. Das ist ja auch Klimawandel, das Ozonloch. Interessanterweise war, dass wir durch die hohe Aktivität und hohe Mobilisierung, die in der Zeit, also Anfang der 80er, tatsächlich für diese Themen entstand, also saurer Regen, dreckige Flüsse, dreckige Luft, einfach eine richtige Bewegung auch entstand, dass Druck auf die Politik ausgeübt wurde und das ist wirklich ein Erfolgsmodell, wirklich innerhalb von wenigen Jahren ein Abkommen geschlossen wurde, nämlich das Montreal-Abkommen 1987, was sagte, wir werden keine chlorierten Kohlenwasserstoffe als Flammschutzmittel bzw. als Kühlungsmittel in Kühlschränken mehr einsetzen. Was hat dazu beigetragen, dass wir als Greenpeace damals gemeinsam mit Unternehmen einen Kühlschrank entwickelt haben, der eben ohne chlorierte Kohlenwasserstoffe auskam. Das heißt, die Innovation, der Mut, den da Unternehmer hatten, tatsächlich was anderes zu entwickeln, hat beflügelt, dass wir innerhalb von wenigen Jahren wirklich ein internationales Abkommen bekommen haben. Und wir haben dieses Jahr sozusagen die Erfolgsmeldung gehabt, ist natürlich jetzt auch schon wieder fast 30 Jahre her, dass das Ozonloch tatsächlich wieder kleiner geworden ist. Also es gibt da auch Erfolgsmeldungen und das ist eben prima. Es gibt auch Dinge, die in der Zeit entstanden sind, die heute selbstverständlich erscheinen, nämlich Mülltrennung. Also Anfang der 90er bin ich dann ja Ministerin geworden, wurde ja eben sehr schön dargestellt, mit diesem Schub aus der Umweltbewegung. Und ich war dort parteilos und konnte eigentlich relativ viel auf den Weg bringen. Zu der Zeit waren in Niedersachsen zum Beispiel 10 Müllverbrennungsanlagen geplant. Müllverbrennungsanlagen sind natürlich das Chaos, wenn man überlegt, beziehungsweise der UIN, dass die Ressourcen, die man einmal genutzt hat, einfach weg sind. Ja? Sie sind einfach nicht mehr nutzbar. Man kann nichts mehr davon benutzen. Und deswegen haben wir gesagt, was wir machen müssen, ist doch erstens Produkte herzustellen, die gut wiederverwendbar sind, beziehungsweise deren Materialien wiederverwendbar sind, also der Ursprung der Cradle-to-Cradle-Idee. Und zweitens dürfen wir nicht die Materialien, die wir haben, als Abfall betrachten. In der Natur gibt es keinen Abfall. Ja?
Die Natur kennt das nicht. Wir Menschen sind so blöd gewesen, obwohl wir intelligent sind, obwohl wir gestalten können, zu sagen, wir nehmen Materialien aus der Erde und packen sie hinterher als Abfall in die Müllverbrennungsanlage. Vollkommener Blödsinn. Wir haben es geschafft in Niedersachsen, in 8 Jahren, in denen ich Ministerin war, tatsächlich 10 Müllverbrennungsanlagen zu verhindern. 13 waren geplant, 3 sind noch gebaut worden. Aber wir haben noch nicht geschafft, und da sind wir gerade noch bei, tatsächlich die Produktion so zu ändern, dass eben kein Produkt mehr als Müll zu verstehen ist, sondern dass jedes Produkt so hergestellt wird, dass es hinterher in Kreisläufe gehen kann. Ich werde daher noch ein bisschen mehr zu sagen. Immerhin ist es heute selbstverständlich, dass wir Müll trennen. Das sind so die ersten Beispiele, wo ich gezeigt habe, wie man das macht. Das war also Anfang der 90er. Die Kläranlagen sind überall gebaut worden, sodass eben auch die Flüsse nicht mehr belastet worden sind. Wobei man sagen müsste, vielleicht kann man ja auch noch ein bisschen anders produzieren, dass wir das Wasser auch gar nicht erst so dreckig machen. Das ist aber vielleicht noch eine nächste Stufe. Und hier in der Mitte habe ich ein Plakat, was ich letzte Woche aus Tunesien mitgebracht habe, wo es jetzt anfängt, dass die Leute informiert werden, wie sie mit den Dingen umgehen sollen, dass eben nicht mehr Plastiktüten benutzt werden, dass eben keine Plastiktassen mehr benutzt werden und so weiter. Es gibt da jetzt inzwischen eine Kampagne in Tunesien. Ja? Man denkt daran, das ist der arabische Frühling gewesen. Tunesien ist das einzige Land, was diese Tradition noch ein bisschen fortgeführt hat und auch weitergeführt hat, immer noch eine Demokratie ist. Und es gibt gerade einen richtigen, ich sag mal, Generationskampf. Die jungen Leute sind alle engagiert, die wollen was tun, die sind gut ausgebildet und engagieren sich auch in diesem Bereich. Und die Bürokratie ist teilweise ein bisschen so sehr träge, wie bei uns manchmal natürlich auch, träge und sagt, wir machen doch alles. Ja, vielleicht müssen wir die Deponie noch ein bisschen besser abdichten. Nein, das ist nicht die Lösung. Wir brauchen neue Produkte und neue Dienstleistungen. Ich komme noch dazu. Was passiert ist dann genau in der Zeit, dass viele Unternehmen sich gegründet haben, Leute auf den Weg sich gemacht haben, die zuerst ein bisschen belächelt worden sind. Bioläden sind in den 80er gegründet worden, die Teekampagne von den Faltin ist gegründet worden, also die Frage von Fair. Lebensbaum, also auch ein wirklich einzelner Mensch, der mit großem Engagement rangegangen ist, bei uns im Plattenland in Niedersachsen, hat Kräuter und Tees und Kaffee und so weiter aus ökologischem Anbau, aus fairem Anbau sozusagen auch vertrieben, ist heute ein großer Player. Den finden Sie in jedem Bioladen, finden Sie in Supermärkten. Memo, ja, ein Bürohändler, der gesagt hat, wir prüfen sämtliche Büromaterialien darauf, dass sie nachhaltig sind. Anfang der 90er Jahre gegründet. Und Frosch, auch ein Familienunternehmen, hat angefangen zu sagen, wir machen eben unsere Produkte so, dass sie wirklich nicht die Umwelt belasten, dass sie eben keine Tenside drin haben, die hinterher nicht abbaubar sind, dass heute sogar inzwischen werden die Putzmittel in Plastikflaschen verpackt, die eben aus Recyclingplastik sind. Also auch was ganz Gutes. Dann gibt es eben junge Unternehmen, wie den, die ich hier links aufgeführt habe, Mellaware, die wirklich sich die Idee Cradle to Cradle richtig durchdacht haben und jedes Material so ausgesucht haben, dass sie tatsächlich den Turnschuh hier in den Kompost packen können. Und das war viel Arbeit. Er hat das mal erzählt auf einem Workshop, wie viele einzelne Materialien tatsächlich in so einem Schuh drin sind. Man glaubt es ja gar nicht. Es sind Hunderte. Ja, schon in einem Plastikbecher sind 600 Materialien drin, was man auch nicht glaubt. Aber in diesem Schuh natürlich auch. Und dass das richtig viel Energie und Aufwand ist. Und er ist da als einzelner, kleiner Mensch, der gesagt hat, ich will jetzt mal ein tolles Produkt machen. Ich will, dass das jetzt auch wirklich kreislauffähig ist. Ich will, dass das wirklich hinterher kein Abfall ist. Der hat sich da dran gesetzt und wirklich mit großem Engagement das vorangetrieben. Was mir sagt, man muss wirklich dranbleiben, man muss wirklich mit Engagement dranbleiben, man braucht aber manchmal eben auch einen langen Atem, wie man an den Unternehmen sieht, die es heute noch gibt und die sich auch weiterentwickelt haben, sind nicht stehen geblieben. Wir kennen ja viele Unternehmen, die vielleicht mal in einer bestimmten Zeit ein tolles Unternehmen waren oder die erfolgreich waren, aber die dann einfach sich nicht weiterentwickelt haben. Beste Beispiel sind natürlich die großen Energieriesen. Ja? Die haben sozusagen jahrelang praktisch das Geld nur so mitgenommen, kann man nur sagen, weil sie Monopole hatten und haben eben sich nicht unbedingt weiterentwickelt. Ich kann mich erinnern, als Ministerin war ich im Aufsichtsrat von
Damals hieß das noch Preußen Elektra, heute heißt das Ding E.ON. Da war ich erstens die einzige Frau und zweitens die einzige, die immer böse Fragen stellte. Also ich habe leider immer die Sitzung verlängert und gefragt, ja, wie viel erneuerbare Energien haben Sie denn schon? Was haben Sie denn jetzt getan, um zum Beispiel ein Modell umzusetzen, dass Sie Häuser nicht mehr oder Energieanlagen nicht mehr verkaufen, sondern mieten können? All diese Fragen habe ich gestellt, natürlich hatten die da keine Antworten drauf. Sie haben sich damit beschäftigt. Heute müssen diese großen Konzerne sozusagen sich vollkommen neu strukturieren und nur die werden überleben, die diese Umstrukturierung schaffen und die auch eine Diversifizierung schaffen und die zum Teil eben ja auch neue Start-ups oder kleine Unternehmen übernommen haben. Aber sie haben es wohl immer noch nicht begriffen, wo der Haken hängt, nämlich die Tatsache, dass man Braunkohle wirklich in Zukunft nicht mehr braucht. Und gestern gab es ja die Demonstration und immerhin hat das Gericht ja den Abholzungsstopp jetzt erstmal bis zum endgültigen Urteil verhängt, was ja schon mal ein großer Erfolg ist, wenn man dann einfach noch mal prüfen kann, brauchen wir eigentlich dieses Tagebaugebiet überhaupt noch? Und das ist ja die Frage, wenn wir zu einem Kohleausstieg kommen, was wir ja alle wollen, weil das tatsächlich fürs Klima schlecht ist, dann müssen wir doch einfach überlegen, ist das denn sinnvoll, wenn wir gleichzeitig Bäume, die CO2 speichern, die wirklich etwas Gutes für die Umwelt tun, die aber auch eine Tradition haben, die ein Kulturgut sind, das ist ja, sind ja ganz viele Elemente, muss das eigentlich passieren? Und ich glaube, dass die Unternehmen nicht damit gerechnet haben, dass sich so viele Menschen dafür engagieren und so viele junge Menschen dafür engagieren. Ich freue mich einfach, dass viele Leute es einfach wagen. Ich habe hier mal hingestellt, Sie haben alle eine Glasflasche, das ist eine Plastikflasche, sagen Sie Plastik. Das ist aber eine, die nur aus einem Material besteht, die man natürlich dann auch gut mitnehmen kann. Also ich nehme nicht so gerne eine Flasche mit, ich bin sehr viel im Zug unterwegs, wenn ich eben meinen Rucksack tragen muss, weil das dann auch sehr schwer ist. Diese kann ich immerhin noch mitnehmen. Auch das wieder ein kleiner Entrepreneur, der sich da engagiert hat und der wirklich ein Material geschaffen hat, was dann auch noch die Bequemlichkeit hat, dass man das noch sozusagen mit Trinkbecher benutzen kann, was ich sehr schön finde. Also nochmal zu der Frage Plastik, das ist ja auch so ein Thema. Plastik habe ich ja vorhin erwähnt mit den Bechern, Einwegbechern, Riesenthema. Plastik ist nicht grundsätzlich schlecht. Wir haben viele Bereiche, wo wir Plastik gut gebrauchen können, aber bei Verpackungen muss man sagen, müssen wir uns darauf einigen und das ist etwas, wo wir ein politisches Ziel brauchen, also brauchen wir auch Politik, wir müssen auch Lobbyarbeit für Politik machen. Insofern habe ich mich in Politik engagiert und habe gesagt, ich will da Einfluss nehmen, dass die richtigen Rahmenbedingungen gesetzt werden, weil ich als NGO gemerkt habe, es ist gut, die Aufmerksamkeit zu machen. Herzustellen. Es ist gut, mit Unternehmen an Lösungen zu arbeiten, aber wir brauchen auch die Rahmenbedingungen für alle, damit alle die gleichen Bedingungen haben. Also brauchen wir auch Politik. Und dann habe ich gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir jetzt zwei Dinge fordern von Politik und dass wir uns dafür engagieren. Erstens, dass wir wirklich ein Limit für Müllverbrennungsanlagen setzen. Das heißt, bis 2030 darf es keine Müllverbrennungsanlagen mehr geben. Dann haben wir ein Ziel, Produkte anders herzustellen. Und zweitens, wenn wir zum Beispiel Verpackungen nehmen, die nützlich sind oder die in bestimmten Fällen sinnvoll sind. Ich rede nicht von der Plastikumverpackung der Biogurke. Das ist nicht sinnvoll. Aber es gibt Verpackungen, die sinnvoll sind. Dann sollte nur noch ein Material genutzt werden, zum Beispiel Nylon. Dann kann man das auch tatsächlich wieder einsammeln. Dann kann man das auch einsammeln, einschmelzen oder einschreddern und neue Materialien und neue Produkte daraus machen. Heute haben wir das Problem, dass eine Plastikrecycling kaum möglich ist, weil wir immer noch 2% PVC in den Verpackungsmaterialien haben und die versauern im Prinzip jedes Recycling. Man kann eigentlich mit den Abfällen nichts richtig machen und deswegen ist es dummerweise auch so, dass sie heute sehr oft in die Verbrennung gehen als, ja, Wertstoff als Brennstoff. Bis vor 2 Jahren, 3 Jahren gingen sie sogar noch in die Bergwerke als Füllmaterial. Das muss man sich mal vorstellen, das wertvolle Material, was wir da eigentlich haben. Und es wäre so einfach, einfach Vorgaben zu machen und dieses eben politisch zu lösen, zu sagen, wir nehmen nur noch ein Material und dann können wir tatsächlich die Materialien auch wieder nutzen für den gleichen Zweck. Damit komme ich nämlich zu Cradle to Cradle. Guck mal gerade, ja.
Damit komme ich nämlich zu Cradle to Cradle. Wir brauchen wirklich die Idee, dass alle Materialien entweder biologisch abbaubar sind oder eben als technische Konzepte oder in technischen Kreislaufen laufen. Da können auch sogar mal schädliche Materialien bei sein. Solange sie in einem geschlossenen technischen Kreislauf sind, ist das kein Problem. Das sind die Sphären, die wir getrennt betrachten müssen. Wir haben heute das Problem, dass wir, wenn wir über Plastikmüll im Meer reden und über Mikropartikel im Meer reden, reden wir über diese ganz kleinen Partikelchen. 70% davon, hat gerade das Fraunhofer-Institut errechnet, kommt von Abrieb von Autoreifen. Das heißt, die Autoreifen halten zwar heute länger, aber der Abrieb davon ist eben hochgiftig und sind kleine Plastikpartikel. Das Problem ist, wir könnten eigentlich die Autoreifen so beschichten, dass sie biologisch abbaubar sind. Das heißt, wenn sie ins Meer kommen oder wenn sie in die Umwelt gekommen, dass sie eben sich dann kompostieren oder eben auflösen. Das ist leider nicht der Fall. Das ist eine Vorgabe, die wir machen müssen, beziehungsweise da brauchen wir die Innovationen von den Herstellern. Zum Beispiel der Fahrradradhersteller Schwalbe arbeitet daran, weil diese Fahrradreifen haben natürlich eigentlich auch diese gleichen Probleme. Es gibt also Unternehmen, die was machen, die verantwortungsvoll sind. Und jeder kann eigentlich so eine Idee entwickeln und auf den Weg bringen. Und man sieht auch, dass die großen Unternehmen heute tatsächlich ja kleine Unternehmen kaufen oder einbinden, weil sie sagen, wir haben vielleicht gar nicht mehr die Idee in unseren Forschungsabteilen. Und Sie als kleine Entrepreneurs haben die richtige Idee und bringen die um. Wenn ich daran denke, ein Cradle-to-Cradle-Berufskleidung, die jetzt von einer Designerin hier aus Berlin bei Manufaktum, also bei einem Otto-Unternehmen eingebracht wird. Oder also das gibt so viele, die gute Ideen vorangebracht haben und die dann tatsächlich umgesetzt haben. Und das sind besonders immer Einzelunternehmer, aber eben auch mittelständische Familienunternehmen, weil die mittelständischen Familienunternehmen sehr häufig eben auch ein großes Verantwortungsbewusstsein haben. Also, wo wir zu kommen müssen, ist, jedes Produkt so zu designen. Das heißt, die Designer und die Techniker müssen sich zusammensetzen, dass sie nicht nur sagen, es muss schön sein, das Produkt, das finde ich auch, sondern es muss eben aus Materialien ausgewählt sein, die gesundheits- und umweltverträglich sind. Ja? Also gut für die Biosphäre, gut für den Menschen. Und dann können wir auch nützlich sein. Und wir sind eigentlich intelligente Wesen, wir können nützlich sein. Und deswegen hat Cradle to Cradle eben das Prinzip, dass jedes Produkt eigentlich wieder Nährstoff für ein neues Produkt sein muss. Der Begriff Abfall darf gar nicht mehr auftauchen, sondern jedes Produkt ist erstmal Nährstoff. Dass eben wir nur mit erneuerbaren Energien die Dinge herstellen. Und da gibt es ja auch Unternehmen, die eben die Großen aufgemischt haben, wie die Elektrizitätswerke Schönau zum Beispiel, die einfach gezeigt haben, wir können mit alternativen Energien Dinge vorantreiben und auch Menschen gewinnen. Und man kann sich da einfach mit besser fühlen. Und das haben ja viele nachgemacht, wie Lichtblick oder Naturstrom oder Greenpeace Energy. Das heißt, auch in den Markt kann man mit Neugründung, mit Power und Energie und Durchhaltevermögen natürlich reingehen. Und was ein ganz wichtiger Punkt ist, finde ich, also für mich ist der wichtigste, für jedes Produkt trägt eben zur Vielfalt bei, also auch Vielfalt in biologischer Hinsicht natürlich, aber auch in kultureller Hinsicht. Wir reden heute sehr oft über Effizienz. Wenn wir über Effizienz reden, dann meinen wir meistens, dass von den Materialien, die eingesetzt werden, weniger eingesetzt werden kann oder muss. Das ist ja im Prinzip gut. Weniger Energie zu verbrauchen, ist ja alles prima. Aber wenn ich ein Material nutze, um es noch weniger zu machen, dann kommen wir letztendlich dazu, dass wir hinterher nur noch, sagen wir mal, wenig Produkte haben oder wenig Dinge haben. Das erscheint mir dann immer so, als wenn ich zum Essen gehe und sage, ich möchte jetzt mal ein schönes, vielfältiges Essen haben, nimm eine Tablette und ein Glas Wasser. Das wäre das Effizienteste. Ne? Ist ja einfach so. Und das will ich eigentlich nicht. Wir brauchen Vielfalt der Natur, wir brauchen eine Vielfalt der Kulturen, wir brauchen auch eine Vielfalt der Produkte, aber die Materialien müssen definiert sein. Wie ich das beim Verpackungsmaterial gesagt habe, dass wir da nur eins nehmen, damit man das tatsächlich wieder nutzen kann, aber trotzdem eine Vielfalt von Produkten hat. Das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt, den man bei der Entwicklung von Dingen voranbringen muss. Und wenn wir einfach an diesem Ziel arbeiten, dass wir sagen, wir wollen ja einen positiven Fußabdruck hinterlassen, das ist mein Ziel und ich habe immer daran gearbeitet.
Und es war immer harte Arbeit. Also wir haben bei Greenpeace angefangen und hatten nur Ehrenamtliche und haben wirklich sozusagen bei Kampagnen nur irgendwo auf dem Boden mit dem Schlafsack geschlafen. Und es war also nicht so wie heute, wo man ein Riesenbüro, eine Riesenorganisation hat, sondern es war einfach erstmal harte Arbeit, wie jeder von Ihnen, der ihr sein Unternehmen angefangen hat. Und das, glaube ich, muss man einfach nochmal sehr deutlich machen. Und was ich jetzt bei AIDA geschafft habe, ist erstens, dass die in den Beschaffungen diese Kriterien mit aufnehmen. Und ich bin sehr stolz darauf, dass jetzt im November das erste Schiff auf Fahrt gehen wird, was mit Erdgas betrieben wird, mit LNG. Und da sagen Sie ja, das ist ja immer noch ein mineralischer Stoff, das ist richtig, aber wir haben jetzt bereits Projekte, und da brauchen wir natürlich auch wieder Innovationen für, mit synthetischem Gas zu arbeiten. Das heißt also aus Windenergie Strom wieder Gas zu machen, zu methanisieren und den dann einzusetzen. Und das ist die große Perspektive, glaube ich, für alle Transportmöglichkeiten, die länger sind. Wir werden sicherlich nicht alles elektrifizieren können, weil wir auch, wenn wir uns die Batterien angucken, das auch nicht unproblematisch ist, was da für Materialien dran sind und wie schwer die werden. Sondern für Schiffe und für LKWs brauchen wir sicherlich andere Antriebsmöglichkeiten. Da ist LNG bzw. dann synthetisches Power-to-Gas ein ganz wichtiger Punkt. Das gibt es im Moment nur in kleinen Mengen. Auch da braucht man natürlich wieder die Politik, die die Rahmenbedingungen bringt. Da bin ich gerade dran zu arbeiten, dass es da endlich auch Möglichkeiten gibt, weil lange war es zum Beispiel gar nicht möglich, dass ein Schiff damit betrieben wurde, weil gesagt wurde, ja, es kann ja in die Luft gehen, nicht wissend, dass Erdgas eben auf 167 Grad runtergekühlt ist und gar nicht in die Luft gehen kann. Also das ist manchmal auch so, dass man erstmal Informationen und Aufklärung betreiben muss. Aber damit diese Ideen nicht nur bei Ihnen als Unternehmer, sondern eben auch bei der Bevölkerung ankommen, dass wir auch zu neuen Geschäftsmodellen kommen, dass wir dazu kommen, dass wir vielleicht Produkte nicht mehr besitzen, sondern nur noch nutzen, wie es ja heute in einer Großstadt wie Berlin mit Car2Go und so weiter schon passiert. Aber ich will eigentlich auch, dass ich die Waschmaschine gar nicht mehr besitze, sondern dass ich 1000 Waschgänge kaufe. Und dann kann der Hersteller nämlich die besten Materialien nehmen und gucken, welche Komponenten nur ausgetauscht werden müssen, wenn irgendwas kaputt ist, beziehungsweise wenn es eine technische Innovation gibt. Und er kann die Konstruktion der Waschmaschine so machen, dass sie tatsächlich leicht auseinandernehmbar ist und die Materialien wieder einsetzbar ist, wenn er dafür verantwortlich ist und mir nur die 1000 Waschgänge verkauft. Und Herr Hüther wird ja gleich über die Frage des menschlichen Denkens und Fühlens reden, und da gehört das nämlich ein bisschen zu. Wir haben noch ein bisschen die Tendenz, dass wir immer viel haben wollen, haben, ja. Viele heute von den jungen Leuten nicht mehr, ja, aber trotzdem ist es so eine gesellschaftliche Geschichte, die auch ein bisschen getrennt ist. Wenn ich mir angucke, dass die Autos eigentlich größer geworden sind, dass der größte Markt, der im Moment verkauft wird, SUVs ist, da bin ich immer ganz entsetzt drüber. Ich denke, wie kann eigentlich jemand noch so einen Panzer kaufen? Also das sind immer so Dinge, die verstehe ich nicht, aber gut. Da brauchen wir eben eine Änderung des Gefühls auch. Das ist der Punkt, dass es einfach Spaß macht, unterwegs zu sein. Da brauchen wir natürlich auch die Angebote mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit Fahrrädern. Das finde ich toll, dass es zum Beispiel auch Leihfahrräder mit Elektroantrieb gibt, weil nicht jede Strecke ist so, dass man die vielleicht jeder gut bewältigt mit einem normalen Fahrrad, ne? Wenn man dann vielleicht ein bisschen älter wird oder mal gerade irgendeine Malaise hat. Also auch das sind Dinge, wo eigentlich der Servicegedanke schon durchkommt. Und das brauchen wir sozusagen mehr, dass wir sagen, wir wollen eigentlich nur die Dienstleistung von etwas kaufen. Ja? Also die Fußbodenverpackung des Teppichs oder die Lichtnutzung, ja? Dass die Firma mir das Licht bietet und dafür sorgt, dass eben die Lampen funktionieren und die eben möglichst wenig Energie verbrauchen, ist aber deren Problem. Und ich eigentlich nur die Lichtnutzung kaufe. Oder Fernseh gucken. Ich will ja gar nicht 4630 Chemikalien besitzen mit einem Fernseher, sondern die sollen gucken, dass sie möglichst wenig da drin haben, dass sie es auch demontieren können und mir nur den Service des Fernsehguckens zeigen. Und um diese Ideen, um auch die Gedanken und diese Kultur einfach mehr in die Bevölkerung zu bringen, haben wir den Cradle-to-Cradle-Verein gegründet, und da bin ich die Vorsitzende. Wir haben Gruppen in sehr vielen Städten, wir haben Arbeitsgruppen oder auch Bündnisse, die zu Themen arbeiten wie Architektur, wie Textil, also Mode, ganz wichtiges Thema, weil Mode ist ja auch so ein Abfallprodukt, wird leider immer kurzlebiger bei vielen.
Und um dieses Denken überhaupt zu vermitteln, dieses Gefühl zu vermitteln, deswegen bin ich sehr froh, gleich Herrn Hüther zuhören zu können, der sicherlich genau darüber auch nochmal sprechen wird. Und ich wünsche mir sehr, dass Sie alle als Gründer, die ja motiviert sind, etwas für den positiven Fußabdruck zu tun, eben nicht nur nachhaltig zu sein. Nachhaltig heißt ein bisschen weniger schlecht, sondern positiv für die Welt zu sein. Positiv zu sein, dass es der Welt besser geht, dass es den Menschen besser geht, dass es den Pflanzen, der Erde, dem Wasser, allem besser geht. Das ist ja eigentlich das, was uns antreibt. Das hat mich angetrieben und hat mir immer große Freude gemacht, hat mir auch immer viel Energie gegeben. Und ich freue mich, dass ich überall an jeder Stelle, wo ich war bislang, ein bisschen dazu beitragen konnte. Lassen Sie uns gemeinsam den positiven Fußabdruck gestalten. Herzlichen Dank. Applaus